Herzlich willkommen bei On the Grid. Mein Name ist August-Peter Zurg. Wir sind heute südlich von Graz im Schwarzelteich im Kongresszentrum und haben die besondere Freude, im Rahmen des diesjährigen Bienensymposiums, auch der Bienenmesse, muss sagen, sehr toll und sehr groß, den österreichischen Präsidenten Dr. Stefan Mandl begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen. Und darf ich dich in dem Fall gleich ersuchen, dich unserem Publikum kurz vorzustellen? Gut, also Präsident der Imker, also der Erwerbsimker, also dass man das vielleicht ein bisschen einschränkt. Also wir arbeiten mit Bienen, also so. Wobei die Bedeutung, also ich finde, es ist trotzdem extrem bedeutend, was die Bienen eben leisten und vor allem die Imker, die das eben dann betreuen auch. Wir haben hier heute die Fachtagung der österreichischen Erwerbsimker kombiniert mit der BICOM. Die BICOM, das ist die europäische Konferenz der Bienenzüchter mit ganz hochkarätigen Referenten von der ganzen Welt eigentlich, von China, von Argentinien, also Griechenland, also wirklich durchaus beeindruckend. Und die Ausstellung ist eigentlich das Beiwerk dazu, aber eigentlich geht es um die wissenschaftliche Weiterbildung unserer Berufsimker, unserer Imker. Das ist der Grund der heutigen Fachtagung. Damit man ungefähr auch eine Größenordnung bekommt, wie viele Personen, Mitglieder sind hier eigentlich in Österreich, mit etwa wie vielen Bienenvölkern? Das ist schwierig, weil das ändert sich auch pro Tag, wie viele Bienenvölker wir haben. Also jetzt zum Beispiel so ein Kälteeinbruch kommen von, ich glaube, minus 25 Grad ist prognostiziert, da sterben sicher wieder tausende Bienenvölker, besonders die kleineren. Und die Statistik über Bienenvölker, die stimmt nie. Also sobald ich es erhebe, am nächsten Tag ist die Zahl wieder anders. Und im Frühling, also zum Beispiel im Mai oder so, dann werden sehr viele neue wieder produziert. Also man teilt Bienenvölker, das Know-how, das hat der Mensch mittlerweile schon, wie das funktioniert. Also zum Beispiel heute sind da mehrere tausend Imker sind hier, also die eben zusammenkommen, um sich schulen zu lassen. Und die Grenze, ich würde sagen, es gibt eigentlich gar keine Grenze zwischen Erwerbsimker und Nicht-Erwerbsimker, das ist ein fließender Übergang. Also wir haben Erwerbsimker, die haben 100 Völker und verarbeiten dann die Produkte weiter, indem sie Salben machen, Cremen und so weiter. Also die arbeiten halt noch wie die Biene in Fortsetzung und sind erwerbsfähig, also leben davon. Und es gibt Imker, die haben, sagen wir, die mittleren Erwerbsimker, die haben um die 1000 Völker und die haben auch nicht mehr die Zeit oder tun sich das nicht mehr an, dass sie dann eben selber auch noch die Produkte weiterverarbeiten. Also die Grenze zwischen Imker und Erwerbsimker ist fließend. Wir haben in Österreich gute 200.000 Bienenvölker. Die Zahlen schwanken sehr, sehr stark. Wir haben vor 2 Jahren haben wir Erhebungen gehabt, dass es 360.000 waren. Im letzten Winter sind rund 100.000 Bienenvölker in Österreich gestorben, also ein Drittel des Bestandes, ein gutes Drittel. Und die Imker haben eigentlich die Funktion, dass sie das wieder aufbauen. Also der Imker verliert einen Teil seiner Völker und im Frühling vermehrt er wieder, also schaut, dass eben wieder neue Ableger, dass Schwärme gemacht werden und versucht eben den Stand der Bienenvölker zu halten. Und wir dürfen jetzt um die 200.000 circa haben in Österreich und circa 20.000 Menschen, die sich eigentlich mit Bienen beschäftigen. Also das sind sehr viele davon, haben 3, 4 Bienenstöcke zu Hause im Garten. Und zum Beispiel auch ich habe angefangen mit einem Bienenstock und man baut sich dann eigentlich eine Existenz auf mit den Bienen. Und das geht mit Bienen durchaus sehr gut. Also man braucht ein bisschen Geduld und ein Fleiß, aber das geht. Also für mich sind Bienen etwas sehr Faszinierendes. Nicht weit weg von mir, ich wohne mit in Graz. Gut, ja. Aber trotzdem etwas, ist auf einem südlichen Stadtrand, findet man, wenn man es weiß, an einigen schönen sonnigen Stellen einige Bienenstöcke. Und ich muss sagen, ich habe mich im Herbst eigentlich 2, 3 Mal da eigentlich davor gesetzt und einfach den Bienen zugesehen. Ja. Es ist sehr spannend, es ist überhaupt nichts Langweiliges. Es wiederholt sich faktisch kaum etwas. Einmal laufen sie da herum und einmal da herum. Es ist so, also hochspannend. Und das Summen, muss ich sagen, hat ja auch etwas Beruhigendes. Etwas, was wir natürlich festgestellt haben, dass es mitten in Graz auch einige Imker gibt, die in den Hinterhöfen oder ähnliches, die leider in der Vergangenheit
fast gänzlich verloren gegangen sind. Ich formuliere es einmal so. Nicht nur, aber ein Thema, das ich heute gesehen habe, das sehr heiß ist, diese Milbe, die ja den Bienen scheinbar den Garaus macht. Ne? Könntest du kurz sagen, weil sehr viele Leute haben gehört, da gibt es ein Problem, was ist da mit dieser Milbe und warum kriegt man das eigentlich so schwer in den Griff? Gut, vielleicht zwei Sachen. Das erste war das Summen, also das Summen der Bienen, da gibt es auch Untersuchungen, dass das Summen der Bienen sogar auf die Pflanzen wirkt. Also dieses Frühlingserwachen ist ganz anders, also von der Entwicklung der Pflanzen, wenn es summt. Also man hat Untersuchungen gemacht, also mit summenden Bienen, also Insekten quasi, also dieses Geräusch, was wir auch sehr, sehr angenehm empfinden, und der stumme Frühling, also was nicht ist, und da war ein Riesenunterschied in der Blühentwicklung. Also auch die Pflanzen reagieren auf das Summen der Bienen, nicht nur wie Menschen. Also das ist ganz hochinteressant. Also hochinteressant, ne? Und die Varroa-Milbe, also das ist auch hochinteressant, aber leider nicht so romantisch. Wir haben das seit jetzt 40 Jahren in Österreich circa, ein Riesenproblem. Das ist ein eingeschleppter Parasit. Und wir versuchen, die Biene so weit wie möglich zu schützen. Sie ist noch nicht angepasst, leider. Also es ist von der Evolution 40 Jahre ein sehr kurzer Abschnitt eigentlich. Wobei, durch Selektion findet man schon Toleranzen, also noch nicht Resistenzen. Also es gibt noch keine Bienenvölker in Österreich, die resistent sind gegen diesen Parasit. Aber wir haben Völker schon herausselektiert, die toleranter sind, die leichter zurechtkommen mit der Milbe, also die sich besser wehren gegen den Parasit. Und das ist halt die Aufgabe, sagen wir, der nächsten ein, zwei Generationen wahrscheinlich von Imkern, dass wir im daraus auch eine resistente Biene selektieren. Und die Evolution funktioniert so. Also der zurechtkommt mit den Umwelteinflüssen, der überlebt, und der andere ist halt, der ist halt. Ich habe gelesen, diese Milbe ist ja ein Parasit, die setzt sich faktisch auf die Biene, beißt sie an und ernährt sich, glaube ich, von der Lymphe. Ja, von Bienenblut, von der Hämolymphe. Ja, und das war, was ich auch für mich gelesen habe, ich weiß nicht, ob das vielleicht ist, dass ja eigentlich einige glauben, dass gar nicht das Anzapfen das Hauptproblem ist, sondern dass durch den Biss die Biene eigentlich infiziert wird, vor allem mit einer Virenlast. Das heißt, ein sehr komplexer, ineinandergreifender Schadmechanismus eigentlich. Naja, die Varroa-Milbe ist wie ein Zeck. Also das ist ein Zeck im Endeffekt, also sie sind auch sehr eng verwandt, also das ist ja auch eine Milbe, also ganz vergleichbar. Und auch da haben wir Menschen Probleme eigentlich. Also, na, braucht ihr ja, sicher. Gell. Ja, vor allem, wenn man nicht geschützt ist, ist es eigentlich, und vor allem ein irreversibler Schaden. Ja, ne? Jetzt komme ich gleich zu etwas anderem, und zwar, was gleich dazugehört. Es gab ja letzten Juli eine interessante Publikation, oder man hat begonnen, public gegangen ist diese Publikation, die Universität Hohenheim, glaube ich am 18. Jänner, wenn ich mich nicht irre, ich habe sie mir kurz runtergeladen und durchgelesen, da ist ja einiges an Hoffnung. Ich meine, wobei es ist so, die Imker haben ja jetzt schon verschiedenste durch Selektion, Sauberkeit, organische Säuren und glaube ich, Temperatur, man kann ja schon etwas machen, aber das ist alles nicht besonders hilfreich. Und der Schaden ist, wenn ich es richtig sehe, wenn der richtige, ungünstigste Fall des Befalles ist, ein Totalschaden für diesen Stock. Ne? Ja. Jetzt reden alle, auch in den Medien, kleine Zeitung, Krone und so weiter, liest man, es gibt ein Wundermittel, Lithiumchlorid. Ich habe mir die Publikation angeschaut. Dort steht eigentlich sehr viel von einer potenziellen Hoffnung für die mittelfristige Zukunft. Das heißt, eine sehr verhaltene Aussage, und dann haben wir die Tagespresse. Die hat mehr Begeisterung in der Sache. Ja. Wie siehst du das? Ja, es gibt also in diesen 40 Jahren, es hat so viel wirklich hochinteressante und begeisterungsfähige Ideen gegeben. Die meisten sind leider wieder verschwunden, und trotzdem probieren wir alles aus, was irgendwie möglicherweise einen Weg findet. Und die Uni Hohenheim hat eben das Lithiumchlorid durch Zufall eigentlich entdeckt. Ja. Und wir
raten aber die Imker momentan, die Imker wartet's ab. Mhm. Wir wissen nicht die Nebenwirkungen, wir wissen nicht, ob das im Wachstum drinnen ist. Also es ist noch zu früh, dass man das einfach so verwendet jetzt, weil es ja sehr billiger und leicht zu bekommen, der Wirkstoff. Und also wir raten den Imker momentan ab, das in irgendeiner Form zu verwenden. Wir brauchen die Untersuchungen zuerst. Also die Deutschen haben ja wunderbare Institute, also wir in Österreich arbeiten wir auch fleißig. Aber es ist zu früh noch, dass man es verwendet. Also wir brauchen Sicherheit, dass es eben die Brut nicht tötet, dass es den Honig nicht irgendwie gefährdet, weil den essen ja wir und unsere Kinder. Also das ist ja ganz, ganz wesentlich. Und deswegen verwendet man jetzt momentan in Österreich hauptsächlich organische Säuren, also Ameisensäure und Oxalsäure, die verdampfen einfach. Die zerfallen in Wasser und Kohlendioxid und die bilden keinerlei Rückstände und nichts. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Da gibt es auch keine Resistenzen bei den Mitteln. Und es ist halt ein bisschen heikel, weil die Wirkung, die milden letale Dosis und die bienenletale Dosis, die ist sehr nahe zusammen. Und das muss man halt genau treffen. Gebe ich zu viel rein, diese Säure, ist die Biene tot. Und gebe ich zu wenig rein, ist nicht einmal die Milbe tot. Also ich muss genau diese Konzentration treffen. Und das ist eben das Geschick des Imkers. Also diese Pflegemaßnahme, also die Entmilbung, mit der organischen Säure, das ist uns besonders wichtig, dass eben keine Rückstände da kommen, dass er das genau trifft. Da kommen wir eigentlich gleich in diesen Bogen, nicht, Themenbogen, zu, glaube ich, auch etwas, was natürlich sehr viele unserer Mitbürger und unseres Publikums interessiert. Wie sollte man möchte sich einfach sich selbst, seiner Familie einen guten Honig gönnen. Ist ja ein sehr wertvolles Produkt, da ist ja vieles drinnen, was uns sehr gut tut. Ja. Nicht? Was sollte man eigentlich beachten, um einen guten Honig zu erkennen? Schmecken muss er gut. Das glaubt man gar nicht. Der Mensch ist eigentlich geprägt durch seine Kindheitsentwicklung auf die Honige und Geschmäcker in seiner Region. Also zum Beispiel an Steirer schmeckt eigentlich kein chinesischer Honig. Oder kein australischer Honig, nicht weil der vielleicht schlecht ist oder so, also ich muss ihn gar nicht verfälscht haben oder irgendwas, sondern von Kindheit an, also die ersten Honige, die wir kriegen, oder die ersten Düfte von den Pflanzen, von der Linde und was auch immer, die prägen uns. Und deswegen bei den Tieren ist es sehr, sehr gut nachgewiesen, also dass der Duft eigentlich zurückführt zur Heimat, also bei den Lachsen und so weiter. Und beim Menschen ist es genauso. Also auf was wir geprägt sind, auf die Honige, die schmecken uns am besten und die soll ich auch essen. Also die Honige der Umgebung im Endeffekt. Also ich habe in meiner persönlichen Umgebung ein paar Leute, die auf Honig sehr stehen. Gut. In der Zwischenzeit auch den Kaffee süßen nur mit Honig. Ne? Und ich muss sagen, bei denen ist es so, die gehen eigentlich auf den Baumarkt. Ja, gut. Und die Bauern geben auch Auskunft, wo sie ihre Völker haben, wer sie sind und wo ihre Völker sind und so weiter. Nicht? Ist das angemessen, dass man als Käufer sagt, also entweder steht es ja wahrscheinlich im Supermarkt drauf, ne? Dass hier diese Auskunft an und für sich bereitgestellt wird, dass das ein... Das muss sein. Also das, was ich esse, und Essen ist ja absolute Vertrauenssache. Ja. Also das ist ja das, was mich ernährt, und das, was mich vergiftet, das muss ich unterscheiden können. Und da ist natürlich die Auskunft, wer hat das produziert, wo ist das gemacht worden und so weiter, ganz was Wesentliches, eine absolute Vertrauenssache. Also Honigkauf, also alles, was ich in den Mund nehme als Nahrung, da muss ich wissen, wo das her ist und dass das sicher ist. Österreich ist natürlich eine Art, wie soll man sagen, einer Achse des Daseins, das wissen die Österreicher natürlich, nicht? Es gab sogar mal Zeit, du weißt ja wo und so weiter, die Sonne nicht untergegangen ist. Das ist schon was ich damit meine, die 8 Millionen Österreicher sind, glaube ich, rührig, rüstig, fleißig, kreativ, aber wir haben ja alleine in der EU zumindest derzeit noch, glaube ich, 520 Millionen etwa. Das heißt, es gibt einen Wettbewerb in der EU, es gibt einen Wettbewerb an der EU und wie ich heute, das ist jetzt quasi Osteuropa beispielsweise oder auch andere Bereiche, und dann habe ich heute mir in einem der Vorträge angehört, dass auch Asien vorhat, hier auch in den Wettbewerb noch stärker einzutreten. Wie siehst du das und wie ist die Position
deiner lieben Imker in dieser Hinsicht? Ich sehe es nicht eigentlich, dass wir einen Wettbewerb haben. Also wir haben im ganzen Leben, alles ist Wettbewerb, das ist ja auch der Selektionsdruck, dem jedes Lebewesen da irgendwie ausgesetzt ist, auch wir Menschen. Unter den Imkern eigentlich nicht. Also das sieht man ja auch, wir haben ja internationale Verbindungen, jeder Imker kennt ein paar Imker in Ungarn, in Jugoslawien wollte ich jetzt sagen, also das ist die internationale Achse, ist auch schon lange her, aber die Slowenen, die Tschechen, die Polen, die Deutschen, wir unterstützen uns eigentlich eher durch Know-how, weil ich habe keinen Nachteil, wenn in Deutschland einer, ich weiß nicht, 1000 Kilo Honig produziert, das beeinflusst mich null, also gar nichts. Aber ich habe einen Vorteil, wenn ich mich mit ihm verbinde und wir Know-how austauschen. Also wie macht er die Handgriffe, wie pflegt er seine Bienen am besten, dass sie am vitalsten sind und auch umgekehrt. Also deswegen sind eben diese internationalen Messen eben, da treffen sich eigentlich Freunde. Also wirklich, das ist eine internationale Verbindung. Uns verbindet einmal die Liebe zu den Bienen oder der Lebenssinn, dass wir von den Bienen und mit den Bienen leben, aber durchaus auch dieser Wissenstransfer. Und vor allem, das ist auch relativ leicht mit Zahlen zu dokumentieren. Wir haben in Österreich zum Beispiel eine Eigenversorgung von 41%. Also 41% des Honigs, der in Österreich gegessen wird, den produzieren wir in Österreich. Alles andere muss importiert werden, weil wir nicht in der Lage sind zu produzieren. Und in Deutschland ist es nicht einmal 30% Selbstversorgung. Also die produzieren fast gar nichts im Vergleich, was sie brauchen. Und das ist in sehr, sehr vielen Ländern so. Also wir Imker haben eigentlich kein Vermarktungsproblem, wenn man das so sieht. Also dass wir Angst haben, ja, das ist der deutsche Großimker oder was auch immer. Ja. Sondern wir haben eher das Problem, dass wir nicht produzieren können, so viel wie wir bräuchten. Und das ist nur der Honig zum Beispiel, da kommt der Blütenpollen dazu, das Propolis, das Bienenwachs, alles sind absolute Mangelprodukte und wir können kein einziges Gramm dazu machen. Das, was die Biene produziert, das haben wir und mehr haben wir nicht. Und deswegen ist es uns eben wichtig, dass wir diese Kooperationen haben und da dementsprechend eben zusammenarbeiten, um eben diese Produktion zu erhöhen. Also das ist ein gemeinsames Projekt der Imker, also der internationalen Imker, dass wir die Bienenpopulation erhöhen. Das ist eine ganz große Aufgabe und nur so kann eigentlich die Honigproduktion deckend gemacht werden. Ob wir das jemals schaffen, ist eine andere Sache, aber diese Richtung sollte dahin gehen, dass wir selbst uns versorgen können mit unserem eigenen Honig. Da ist ja dann daraus sofort eine weitere interessante Frage entstehend. Nehmen wir an, ich sage, ich habe keinen Garten zur Verfügung, vermutlich genug an Blüten in der Gegend und es täte mich interessieren. Und jemand kommt und sagt, ich möchte gerne diese Imkerei ausprobieren. Ja. Wohin wendet man sich? Wie kann man sich das vorstellen? Es gibt Imkerschulen, also es gibt ja den Beruf Imker, die Berufsbezeichnung, das führen zwar jetzt momentan, also in unserer entwickelten Zeit, führen das Naturliebhaber, die halt 3 Bienenstöcke haben. Also die Berufsbezeichnung ist eigentlich schon auf den Naturliebhaber gegangen, nicht mehr auf den Beruf des Imkers, aber das ist der Anfang. Also man interessiert sich einmal irgendwie, liest ein Buch, dann macht man die ersten Kurse, also da gibt es eben die Imkerschule, das wird auch gefördert, also wir haben aktiv Programme, um Menschen wirklich von der Biene oder von der Bienenhaltung zu begeistern und dann entwickelt sich und dann ein paar Jahre später kann er, auch wenn er dementsprechende Völkeranzahl hat und ein gewisses Know-how, kann er Mitglied des Erwerbsimkerbundes werden und dann wird auch unterstützt, dass er das als Existenz aufbaut. Sehr interessant. Ja, ja. Das heißt, das ist eigentlich so ein richtiger Entwicklungspfad, ja, kann hier durchaus angeboten werden. Ja. Zum Schluss, soll es nicht auch ein bisschen Platz dafür geben, dass du als Präsident uns deine Wünsche offenlegst, auch dass wir dich daran ein bisschen erkennen, was soll die Gesellschaft, die Verwaltung, die Politik an sich deiner Meinung nach, ich formuliere es einmal, trefflicher machen. Ja, also das sind Lebensaufgaben eigentlich, dass man seine Umwelt, in der man lebt, verbessert. Und also das werden auch unsere Nachkommen noch immer genug Arbeit haben damit. Also wichtig wäre, dass zum Beispiel unser modernes Denken, dass wir mit Gift Lebensmittel produzieren, ist einfach eine Fehlentwicklung, die in den letzten Jahrzehnten war. Das wäre eine ganz wichtige Sache, dass man das erkennt und wirklich begreift. Also der politische Wille vor der Wahl ist ja durchaus zu vernehmen, aber im Endeffekt ist es, dass das
das Umsetzen ist noch, da ist noch viel Potenzial nach oben. Wir sehen es ja auch jetzt nicht nur, dass die Bienen eigentlich leiden. Zum Beispiel 3/4 der Insekten sind in den letzten 30 Jahren verschwunden. 3/4 der Vögel sind verschwunden in den letzten 30 Jahren. Amphibien gibt es so gut wie gar nicht mehr. Also wir haben eigentlich ein massives Artensterben. Also im Schnitt sterben 150 Arten pro Tag. Also wir haben momentan ein höheres Artensterben als der Zeiten der Dinosaurier, was für uns so symbolisch ist. Und dass man da wirklich diese Unkenrufe, die ich da immer mache und sage, du machst das nicht. Das ist auch möglich mit wesentlich geringeren Mengen essbare Frucht zu produzieren, mit der wesentlich geringeren Mengen an Pestiziden und auch mit anderen Methoden. Also zum Beispiel, wir müssten schauen, dass wir unsere Äcker zu Gärten machen. Ein Garten ist wesentlich produktiver in der Lebensmittelproduktion. Und das Know-how gibt es, also das haben wir seit der Steinzeit mehr oder weniger, haben wir ein Know-how, wie man Lebensmittel produziert. Und es ist eine Fehlentwicklung gewesen, dass wir einfach mit massivem Einsatz von Pflanzenschutzmitteln, wenn ich das jetzt mal so verharmlosend ausdrücken darf, versuchen, uns zu ernähren und eigentlich die ganze Welt vergiften damit. Naja, ich würde sagen, hoffentlich die richtigen Adressaten gut erreichende Schlussbotschaft. Ich kann dem nur zustimmen. Ich sage recht herzlich danke. Nochmals unseren Respekt auch für die Qualität der Organisation dieser Veranstaltung. Ich muss sagen, wir waren wirklich sehr positiv überrascht. Und in dem Sinn alles Gute. Und vielleicht meldet sich der eine oder andere. Ja, das wäre gut. Und das wird sagen, gut. Wo komme ich zu meinem ersten Stock? Ja, sehr danke, schön. Danke. Danke dir auch. Alles Gute. Danke. Das war es für heute. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Und wenn euch das Video gefallen hat, bitte teilt es, hinterlasst einen Like oder abonniert unseren Kanal. Danke.